Herr Hanegbi, Sie sind der Sicherheitsberater des Premierministers. Sie nehmen heutzutage an allen wichtigen Besprechungen teil. Wie würden Sie beschreiben, was in den letzten 3 Tagen passiert ist? Man muss sehen, was in den letzten 3 Tagen passiert ist, im Kontext dessen, was in den letzten 10 Monaten passiert ist. Und seit dem 7. Oktober 2023 bis jetzt wurden wir von 7 verschiedenen Fronten aus dem Jemen, dem Irak, aus Syrien, aus dem Iran, aus dem Libanon, aus dem Westjordanland und aus dem Gazastreifen angegriffen. Und der Hauptkrieg ist in Gaza. Aber jetzt sind wir mit Drohungen aus dem Libanon und dem Iran konfrontiert, die Bevölkerung Israels anzugreifen. Und wir müssen uns fertig machen. Damit beschäftige ich mich. Der Premierminister befiehlt allen israelischen Sicherheitsorganisationen, sich auf einen Angriff vorzubereiten. Und wir sorgen natürlich auch dafür, dass die Feinde erkennen, dass jeder Angriff auf uns so beantwortet wird, dass sie die Aggression bereuen werden. Was wissen Sie über den Tod von Mr. Hanija in Teheran? Wir haben beschlossen, dieses Thema nicht zu erörtern. Und Sie haben gesehen, dass niemand in Israel Verantwortung übernommen hat. Warum ist das so? Weil Sie andererseits, als Sie über den Hisbollah-Kommandeur sprachen, sagten Sie, wir waren es. Was ist der Unterschied? Wenn wir etwas tun, sind wir dafür verantwortlich. Und vom Libanon wurden wir am letzten Samstag angegriffen. 12 Kinder wurden beim Fußballspielen in einem Stadion in der Nachbarschaft massakriert. Deshalb haben wir einen Eid abgelegt, um sicherzustellen, dass diejenigen, die für das Massaker verantwortlich sind, bestraft werden. Das haben wir im Libanon getan. Ich spreche darüber, was im Iran mit Hanija passiert ist. Warum genau sprechen Sie nicht darüber? Wir sprechen nicht darüber. Und wir reden auch nicht darüber, warum. Die New York Times berichtet, dass sich in einem Gästezimmer der iranischen Regierung eine Bombe befand, die Monate zuvor platziert worden war. Wäre Israel dazu in der Lage? Ich kann Ihnen nur sagen, dass der Geist, die Kraft, das Engagement hinter all den 7 Fronten, die ich gerade erwähnt habe, der Iran ist. Der Iran ist führend, eine radikale Achse, eine religiöse, eine fanatische. Manchmal, wie wir in Gaza gesehen haben, versuchen sogar barbarische und sadistische Menschen, den Staat Israel zu zerstören. Deshalb bauen wir natürlich Kapazitäten auf, um einer solchen schrecklichen Vision des Iran zu begegnen. Das ist das Einzige, was ich Ihnen sagen kann. Und Herr Hanija, er war lange Zeit ein Ziel für Israel, oder? Ich verstehe, dass Sie darauf bestehen, Antworten zu erhalten. Aber ich werde mich nicht auf Herrn Hanija beziehen. Wie würden Sie ihn beschreiben, als er Kommandeur der Hamas war? Herr Hanija widmete sein Leben viele, viele Jahre dem Massaker an Israelis und dem Abschlachten von Israelis. Wir hatten gute und solide Informationen darüber, dass er einer der Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober war, bei dem 1200 Israelis, die meisten von ihnen Zivilisten, getötet, enthauptet, vergewaltigt und ihre Kinder vor den Augen ihrer Eltern verbrannt wurden. Eltern vor den Augen der Kinder. Er bekannte sich nicht, weil er nicht in Gaza war. Aber er war definitiv einer der Drahtzieher dieses schrecklichen Angriffs. Was bedeutet Drahtzieher? Die Führung der Hamas widmete ihr Leben lange Zeit dem Töten von Juden. Und Hanija war lange Zeit der Chef des militärischen Flügels in Gaza.
Und als er Gaza verließ, wie vor 9 Jahren im Laufe der Zeit, wurde er der Anführer der gesamten Bewegung. Das war er, als diese Führer zu unseren Lebzeiten dieses schreckliche Trauma verursachten. Der Iran reagierte bereits auf den Tod von Herrn Hanija, der getötet wurde, als er für den neuen iranischen Präsidenten und den Führer in Teheran war. Khamenei sagte, der Iran werde reagieren, berichtet, dass der Iran Israel direkt angreifen würde. Unser Rat an den Iran und insbesondere an den obersten Führer des Iran lautet, diesen Weg nicht einzuschlagen. Israel anzugreifen ist etwas, wofür sie einen sehr schmerzhaften Preis zahlen werden. Hoffentlich tun sie es nicht. Was bedeutet der Preis? Das bedeutet, dass Israel sich nicht nur auf die Verteidigung konzentriert, wie wir es am 14. April getan haben, als sie 330 ballistische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen auf israelische Ziele abfeuerten. Wir haben 99% von ihnen mit Hilfe der Vereinigten Staaten und anderer Länder abgefangen, die Teil einer Koalition waren, einer Verteidigungskoalition. Aber wir haben jetzt klargestellt, dass Defensive unerlässlich ist, aber wir werden nicht nur in der Defensive sein. Wir werden jedes Land bestrafen, das diese Welle der Gewalt und Aggression akzeptiert. Was würde passieren, wenn der Iran, wie im April, aber jetzt, israelische Städte und zivile Infrastruktur noch stärker angreifen würde? Darüber gibt es eine Diskussion. Wenn das von iranischer Seite geschehen würde, wie würde Israel reagieren? Und droht ein großer Krieg zwischen Israel und dem Iran? Also noch einmal, wir hoffen, dass der Fehler, den Sie gerade dargestellt haben, nicht passieren wird. Es würde ein Fehler sein. Israel ist sehr stark. Aber Sie haben es bereits angekündigt. Ich meine, Sie sagten, Sie würden darauf reagieren. Ich bin mir nicht sicher. Sie haben 14 Tage gebraucht, das letzte Mal im April, um eine Entscheidung zu treffen. Aber sie haben dafür nicht bezahlt, was aus mehreren Gründen ein hoher Preis für ihre Aggression im April wäre. Wir haben beschlossen, die Bitte der Vereinigten Staaten anzunehmen, da wir 99% des Angriffs abgefangen haben. Und Präsident Biden und andere Kräfte auf der Welt haben uns gebeten, den Angriff einzudämmen. Das ist jetzt also eine neue Situation. Man kann sich einmal zurückhalten, nicht zweimal. Damals, im April, reagierte aber auch Israel auf den Angriff des Iran? Wir haben diese Antwort nie bestätigt. Und wir haben dafür gesorgt, dass der Iran das versteht. Jetzt ist es eine andere Situation. Und hoffentlich werden sie dieses Mal viel klüger sein. Ist das derzeit die gefährlichste Situation für die Region? Es ist sehr gefährlich, die Situation, die das Ergebnis eines massiven Angriffs auf Israel am 7. Oktober ist, ohne jegliche Rechtfertigung, ohne Provokation auf Seiten Israels. Wir hatten einen Feiertag, Shabbat, der Feiertag für alle Israelis. Und bumm, 4000 Raketen wurden auf uns geschossen. Es sind Zivilisten, die Zivilisten töten. 3000 verrückte Kommandos und Kämpfer griffen 32 israelische Dörfer an und massakrierten Zivilisten in ihrem Bett, im Pyjama. Das war inakzeptabel. Also hat sich Israel verändert. Es ist jetzt ein neues Israel. Wir werden niemals zur Situation vom 6. Oktober zurückkehren. Niemals. Wir wehren uns jetzt. Wir setzen uns dafür ein, einen so schrecklichen Angriff erneut zu verhindern.
Leider war es keine einzigartige, selbstmörderische Kraft, angeführt von den Palästinensern der Hamas. Es war eine Gruppe, die Teil einer Todeskoalition ist. Und diese Koalition funktioniert. Das ist Tag ein, Tag aus, von überall her. Wir verpflichten uns, uns auch zu verteidigen und die Aggressoren an der anderen Front zu bestrafen. Aber wie gefährlich ist diese Situation für israelische Bürger momentan? Wenn wir den Iran anschauen, die haben militärische Fähigkeiten. Wir sehen den Libanon, die Hisbollah, wir sehen Houthis. Wir sehen andere, die sich der Koalition gegen Israel anschließen können. Israelis leben so ihr Leben. Sie sind sehr stark. Dies ist eine Nation, die nach 2000 Jahren Exil wieder einen souveränen Staat hat. Die Menschen haben also das Phänomen eines Landes erlebt, das durch Opfer gewonnen wurde. Wir haben geopfert. Im Laufe der Zeit, bis wir 1948 unsere Unabhängigkeit erlangten. Und seitdem hatten wir 8 Kriege gegen Feinde. Die meisten von ihnen wurden von verrückten Führern initiiert, die uns tot sehen wollten. Sie haben versagt. Wir sind stark. Natürlich reicht es nicht aus, nur das Gefühl zu haben, dass man sich auf die Führung verlassen kann. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Die israelische Armee, die israelische Führung unter der Leitung von Premierminister Netanyahu ist also der erfahrenste Führer, wahrscheinlich in der Region und vielleicht auf der ganzen Welt. Wir stellen sicher, dass die Israelis unabhängig von den Bedrohungen sicher sind. Rund um Israel, sogar unter ihren Freunden, gibt es auch viele Premierminister und Außenminister, die ihre Regierung kritisieren und sagen, sie müssen jetzt deeskalieren, weil die Situation zu gefährlich ist. Die kritisieren, ich meine, sie sagen nicht, dass es Israel war, dass Herr Hanija gestorben ist. Was halten Sie also von dieser Kritik, die in diesen Tagen an Israel gerichtet ist und sagt, dass hier die Gefahr einer großen Eskalation oder eines großen Krieges besteht? Wir glauben nicht, dass die Kritik gerechtfertigt ist. Wir sind das Opfer einer Aggression, die seit 10 Monaten andauert. Wenn uns Freunde raten, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um die Eskalation zu verhindern, kann ich das nachvollziehen. Das ist ein guter Rat. Und das ist etwas, was wir wollen. Wir wollen keinen umfassenden Krieg. Wir wollen keine Eskalation. Im Norden versuchen wir also seit 10 Monaten, ein Abkommen mit dem Libanon zu erreichen, bisher ohne wirkliche Fortschritte. Aber wir werden mit dem Iran nicht aufgeben. Bisher gibt es keinen Fortschritt. Das ist ein fanatisches Regime. Ayatollahs, die wirklich nicht der Vernunft und dem gesunden Verstand entsprechen. Aber wir setzen uns immer noch dafür ein, einen Krieg mit dem Iran zu verhindern, wenn sie uns nicht angreifen. Haben Sie in den letzten Tagen mit Ihren Partnern gesprochen? Wenn der Iran, also Israel, angreift, werden Sie dann militärische Unterstützung von den USA erhalten? Ganz gewiss. Wir werden Unterstützung von den USA erhalten, die uns auf die intimste Art und Weise aller Zeiten sehr nahe stehen. Die Vereinigten Staaten umarmten uns zu Beginn des Krieges am 7. Oktober. Sie haben verstanden, wo wir stehen. Präsident Biden war der erste amerikanische Präsident, der jemals in Kriegszeiten nach Israel kam und erklärte, dass er sich unerschütterlich für die Sicherheit Israels einsetzt. Später schickte er diese Schiffe in die Gegend und sagte zu den verschiedenen verrückten Führern in dieser Region, wagt es nicht. Erinnern Sie sich? Und sie verstanden, was er sagte. Das Gleiche passiert jetzt. Wir haben eine sehr gute Verbindung zum Weißen Haus. Der Premierminister war erst vor ein paar Tagen dort. Ich habe zufällig das Treffen mit ihm und Präsident Biden miterlebt. Die Freundschaft ist so eng wie eh und je. Bekommen Sie Unterstützung von europäischen Partnern aus Deutschland, aus einem anderen Land?
Ja, natürlich sind wir mit der Freundschaft Deutschlands sehr gesegnet. Kanzler Scholz spricht gelegentlich mit Premierminister Netanyahu. Ich spreche von militärischer Unterstützung in diesen Tagen. Wir bitten niemanden um militärische Unterstützung, auch nicht von den Vereinigten Staaten. Als der letzte Angriff aus dem Iran erfolgte, hatten sie sehr wohl Unterstützung bei der Luftverteidigung. Auch das war keine militärische Unterstützung. Es sind keine Boots on the ground, wie man sagt. Amerikanische Soldaten werden nicht ihr Blut für uns vergießen. Es gibt dieses Abkommen von CENTCOM, in dem wir Teil des Zentralkommandos von Amerika sind, dem auch andere Länder angehören. Deutschland ist kein Teil davon, aber andere Länder haben an dieser Koalition teilgenommen. Und ich glaube, dass diese Koalition jetzt wieder aufgebaut wird. Haben Sie mit dieser Koalition über eine mögliche neue Bedrohung gesprochen, die in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen auftauchen wird? Wir haben sehr gute Verbindungen und ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Da ist der amtierende Außenminister des Iran, Ali Bagheri, und er hat Katar eine Botschaft überbracht, in der es heißt, dass, ich zitiere, jede arabische Nation, die Israel ihren Luftraum zur Verfügung stellt, um Angriffe gegen den Iran zu starten, zu einem legitimen Angriffsziel wird. Nun, das ist das Problem der Kataris. Wir brauchen Katar nicht und wir brauchen keine solche Beteiligung, um einen Angriff abzuwehren, der stattfinden wird, falls er stattfinden sollte. Und vor allem brauchen wir Katar nicht, wenn wir Gewalt anwenden, um uns gegen den Iran zu wehren. Sind Sie sicher, dass Sie zurückschlagen oder das Land verteidigen können, wie Sie es im April getan haben, dass keine Rakete aus dem Iran irgendein ziviles Ziel trifft? Es gibt niemals ein hundertprozentiges Versprechen. Wir können uns dazu verpflichten. Aber ich kann Ihnen sagen, dass Israel die beste Luftverteidigung der Welt hat. Nicht nur in der Region, auf der ganzen Welt. Aus diesem Grund hat Deutschland, wie Sie wissen, israelisches Know-how mit dem Arrow-System gekauft, dem wahrscheinlich fortschrittlichsten Luftverteidigungssystem der Welt. Wir haben sehr gute Möglichkeiten, das israelische Volk zu verteidigen. Aber ich bestehe darauf, dass es diesmal nicht nur um Verteidigung geht. Was heißt das, nicht nur um Verteidigung? Das bedeutet, dass der Aggressor bestraft werden muss. Was könnte das sein? Das bleibt abzuwarten. Wenn wir über eine mögliche große Eskalation, einen großen Krieg sprechen und Sie auf die letzten Jahre zurückblicken, haben Sie als Berater gearbeitet. Sicherheitsberater bei der Regierung und in Israel. Können Sie sich an eine Zeit erinnern, wo es einem großen Krieg so nahe war? Ich glaube nicht, dass wir kurz vor einem Krieg stehen. Das bezweifle ich. Ich denke, die Hisbollah will keinen Krieg. Ich bin überzeugt, dass Nasrallah, wenn er sieht, was mit vielen seiner Kommandeure passiert ist, einen Krieg verhindern möchte. Ich glaube, dass der Iran keinen Krieg führen will. Er will keinen umfassenden Krieg. Was macht Sie so sicher? Wir gehen davon aus, dass Sie verstehen, dass Sie einen hohen Preis zahlen werden. Für so ein verrücktes Abenteuer. Was wir immer noch von Ihnen lesen ist, dass Sie manchmal glauben, dass eine Aggression gegen Israel abgewendet werden kann. Sie erwähnen Fehler, Fehlkalkulationen. Du denkst, du kannst etwas tun, das die andere Seite absorbieren kann. Und wir wollen sicherstellen, dass wir nichts absorbieren, was auf Zivilisten in Israel abzielt. Meine letzte Frage, auch der Hamas-Kommandeur Mohammed Deif ist tot. Ja. Was können Sie uns darüber sagen?
Dies ist ein Spiegelbild der Entschlossenheit Israels, jeden ausfindig zu machen, der mit dem Massaker vom 7. Oktober zu tun hatte. Dieser Typ entging im Laufe der Jahre 9 Versuchen, ihn zu töten. So wurde er zur Legende und er wurde zu einem Mythos unter den Palästinensern. Und sie dachten, er wäre für immer immun. Und wir haben erkannt, dass er der Gerechtigkeit nicht entgehen kann. Und wir haben dafür gesorgt, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Wie haben Sie ihn gefunden? Ich werde irgendwann in 25 Jahren eine Autobiografie schreiben. Eines der Kapitel wird sich wahrscheinlich darauf beziehen. Ich danke Ihnen vielmals. Ich danke.